Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash49 zurück bei Let's Play Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Wir machen weiter mit Orm und versuchen uns nun gegen Desaix zu stellen, um in seine Festung vordringen zu können. Also. Oh shit, bei Seleka muss unbedingt jetzt ein weiterer Schrecken auftauchen. Ja, für sowas haben wir leider keine Zeit. Also. Angriff! Belagerung von der Sykes Festung. Dann los. Matilda. Fernand, what are you doing here? Have you come to rescue me? No, milady. I fear I no longer serve the deliverance. What? What do you mean? Exactly as I said. Sadly, Clive and I no longer share the same ideals. I have sworn my lance instead to Lord Berkut of the Regellian Empire. The general who leads our enemies? Has madness taken you? A lance sworn to him is a lance through my heart. Don't you care about Zofia? Zofia? You mean the proud kingdom whose riches fell to wild and ignorant savages? Zofia is dead to me. I have buried her. And will not look back. How can you say such a thing, Fernand? You and Clive were like brothers. It's not too late to fix this. Return to the deliverance. I know Clive would welcome you back with open arms. With you by my side, I might have chosen differently. Fernand? What is done is done. Desaix intends to put you to death. It won't be long now. On the morrow, I depart for Regale at Lord Bakut's side. Farewell, Matilda. Fernand, wait! Schlimm. Aber jetzt sind wir dann da, um ihr zu helfen, also. Hier sind gleich zwei Einheiten. Also zwei gegnerische. Oder ist da. Haben wir da Verbündete an unserer Seite? Nun gut. Also, wir haben auch zudem letzten Part auch unser neuestes Mitglied begrüßen dürfen. Luthier, unseren ersten Magier. Auch er beherrscht Gesundung. Ist das etwa. Heilt man sich selber oder kann man damit auch andere heilen? Was auch immer. So. Jetzt gucken wir uns mal die Gegner an. Also wieder der Desaix. Baron. Hat eine extrem hohe Angriffskraft. Und eine starke Verteidigung. Magie wäre das einzige Mittel gegen ihn. Auch lauter andere Ritter, die man nur mit Magie gleichkommen kann. So viele Ritter, ey. Ich kann da nur mit Magie gegen sie was ausrichten. Wir haben auch einen Regulier. Und diese sind sehr, sehr hart entgegenzukommen. Aber mit physischen Angriffen kann man das Wasser reichen. Und hier ist Matilda. Wir müssen sie beschwitzen, eh. Sie ist Rittmeisterin. Also sie kämpft? Und dann haben wir noch... Alle sind Magie anfällig, wie ich feststellen darf. Wir müssen sie... besiegen, bevor sie Matilda besiegen. Das ist die Aufgabe. Okay. Na denn. Sag mal los. Chancellor! The rebels have reached the fortress! And damn them for it! Why can't that Clive see reason? He would sooner have me kill his woman than lay down arms. The obstinate fool! Oh well. It seems she is of no further use to me. Archers! Kill that wench in the cage, but do it slowly. I want her suffering to last. Das lassen wir nicht länger zu. Jetzt reicht es, wir kommen. Easy pickings. I've got this. Ich muss auf jeden Fall hierhin und sie zu mir locken. Ich kann aber mit ihnen hier nicht viel ausrichten. Ich muss mit Fernkämpfern arbeiten. Und vor alledem hier mit Luther.
So einen einzigen Magier. Python soll endlich auch mal richtig abgehen können. Der hat bislang auch noch nicht wirklich was gemacht. Silk sollte uns auch wirklich gut unterstützen können. So. Mehr kann man nicht machen. Dann. Sie greifen bereits an. Sie wollen nicht zu uns runterkommen. Also, das ist ja auch typisch. Na schön. Ich kann jetzt nicht einfach mit Arm da reinstürmen. Das bringt nichts, weil dann werde ich den Angriffen ausgesetzt. Bevor das jetzt passiert, ist es besser, wenn ich mich erstmal langsam hinbegebe. Und alle hier erstmal sammle. Was? Forsyth möchte erstmal mit Python reden, ha? Huh? Ach. Na schön. Quatscht ihr beiden mal? Python! Help! Python! Cravens, here he comes again. What is it now, Forsyth? Don't give me that innocent mummery act. Do you think I'm not watching you? Sir Alm and the others are fighting 5 times as hard as you are. You're barely even pretending to try. Have you no honor or shame? Shame? Nope, sorry, not feeling it. But good on that lot for keeping at it. You know, it's high past time. I told you a number of... Whoops, here comes the enemy. Gotta skedaddle now. Ta-ta! Python? Come back here at once! He simply does not get it. Dabei war es doch Python, der ihn davon überzeugt hat, dass er weitermachen soll. Hätte ich gedacht, dass er so ein Feigling ist. Naja. Den werde ich noch lieben müssen. Ja, der bleibt auch immer im Hintergrund. Das habe ich auch festgestellt bei seiner Position jedes Mal. Na, der wird aber nicht länger damit davonkommen, der Gute. Das schwöre ich. Ja, ich sorge dafür, dass er hübsch angreift. Was zum... Na toll. Verdammte Hexe. Sie beginnen schon regelrecht, sie zu attackieren. Aber man hat versucht, einen zu beschwören, aber da ist niemand. Ach Moment, das war die Hexe, die hat sich hierher teleportiert. Na gut, dann. Mir bleibt kein anderer Wahl, ich muss jetzt reinstürmen. Und hier ordentlich die Leviten lesen. Oh, ja. Er trägt ja jetzt das Stahlschwert bei sich. Jetzt nicht mehr das Blitzschwert. Das habe ich jetzt Tobin gegeben. Also, das habe ich jetzt Tobin gegeben. So. So gehört sich das. So. Mist. Man kann keinen erreichen. Hat auch keine so hohe Verteidigung. Als dass er die Angriffen hier standhalten würde. Und sie kann selber auch kaum was ausrichten gegen diesen Typen. Ich habe zwar mit der Schmiede meine Waffen gestärkt, aber ich kann trotzdem nicht viel machen damit. Jetzt einfach hier reinzustürmen wäre totaler Wahnsinn. Da würde ich einen ins Grab schicken. Naja. Oh, muss ich ja jetzt auf die Angriffe hier gefasst machen. So blöd, dass sie sich so im Hintergrund aufhalten. Ach. Weil sie sich einfach auch so feige verstecken müssen. Na schön. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann mich nicht noch weiter darauf bewegen. So, jetzt habe ich sie hergelockt. Jetzt bin ich dran. Gut, sie hält noch ganz gut durch hier. Na gut, dass du hergekommen bist. So gefällt mir das. So. Ach, ich komme an den nicht vorbei. Schön, dann räume ich ihn halt eben aus dem Weg. Haha.
Der Bogenschütze hat keine Chance. Komm schon, mach ihn fertig. Yes. So, einer weniger. So. Schwarze Magie, Excalibur. Das wird ordentlich wehtun, Freundchen. Sogar sehr ordentlich. Das wollen wir ja sehen. Nein, einmal verfehlt, das gibt's nicht. Mit 95%iger Schuss. Boah, ich könnte durchdrehen, das darf nicht wahr sein. Mal sehen, ob sie, wenn sie zu ihm gelangen könnte. Alter Schwede, ich werde dann den Angriffen hier ausgeliefert sein. Es wundert mich, dass die Gegner mich nicht gleich vorher angegriffen haben. Wo ist eigentlich Tobin? Da. Weil er hat ja sein Blitzschwert. Aber ich komme nicht hoch zu den anderen. Das stört mich gerade ein bisschen. Moment, ich habe eine Fähigkeit. Starker Zug, ein Schuss mit enormer Kraft. Und sogar sehr enormer Kraft, muss man sagen. Hm. Extrem so enorme Kraft. Dann dürfte ich diesen Bogenschützen schon mal einheimsen können. Bevor er noch weiter in Unsinn treibt. So ein Mist! Ist doch nicht wahr. Kann leider auch nicht viel machen. Aber den hier kann er erledigen. Komm schon, jetzt musst du nur treffen zweimal. Yes. Je weniger, desto besser. Weil dann bleibt nur noch er hier übrig. So. Kannst jetzt auch etwas Magie einsetzen. Nosferatu. So schwächen wir ihn nach und nach. Ich kann nicht mehr machen. Ich kann mich mit den anderen kaum bewegen. Ah, vor allem die Ritter. Die sind... ein Problem. Eieiei. Tobin bin ich jetzt ganz hinten. Ich hoffe, das ist gut, was ich da mache. Oh Mann. Was? Ach shit, er steht genau da, wo er ist. Shit. Das war klar, das war zu erwarten. Excalibur. Das will mich aber nicht töten, ne? Schon greif ihn an. So, du musst aber jetzt bei der Male treffen, bitte. Sehr schön. Das hat ordentlich Schaden gemacht. Das würde ich mit Tobin gleich auch angreifen. So, den Ritter kannst du jetzt erledigen. Oh, yes! Oh ja, Baby. So gefällt mir das. So, und du machst den jetzt hier fertig. Schade, dass Python draufgehen musste, aber... Was soll ich sonst machen? Mir ging nicht. So... Mein lieber Gray.
Er ist ja nicht Tobin, er hat ja nicht das Blitzschwert, das verdammte. So, aber du kannst jetzt ordentlich mit Nosferatu noch eine draufgeben. Ich hoffe nur, du triffst, Mädel. Das wäre deine Chance. Ah, nein! So ein Mist, eh. Clive? Der kann ihn auch ein bisschen was zufügen, aber mir auch nicht. Nicht genug. Der Rittertod! Verdammt, und ich komme nicht ran. Er hat den verdammten Rittertod. Der ist perfekt gegen diese Gegner. Ach, Clive. Was soll ich nur mit dir machen? Naja, gut. Du kannst immerhin den hier ein bisschen Schaden zufügen. Doch, nö. Was? Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, was seine Fähigkeit jetzt hat. Ich wollte es dann nur wieder schnell wegdrücken, ich Dappes. Kannst leider auch nicht viel machen. Deswegen solltest du lieber gehen hier. Du wirst dich bei diesen Gegnern nur... Du wirst bei diesen Gegnern nur draufgehen, unnötig. So. Ich bewege mich mal den anderen hin, soweit es nur geht. Okay, du kannst jetzt den hier den Rest geben. Dann sind es umso weniger. Da hatte der Ritter keine Chance mehr. Ich fürchte, das wird sein Ende sein, denn er wird ihn angreifen unter Garantie. Das ist scheiße gerade. Was soll ich machen? So, dann muss ich mich darauf vorbereiten, dass wieder... Ja, ich wusste es. So ein Mist, eh. Wow, nice. Sie hat das überlebt. Oh, und sie hat den nächsten Ritter erledigt. Es sind sogar Schrecken reingekommen. Jetzt aber Schluss hier. Na schön. Jetzt, wo ein Magier weg ist, wird das jetzt schwer für mich. Was soll ich machen? Du hast ihn erledigt. Damn you, my son. You think to hand Sophia over to Rudolph's pup? Traitorous dastard. Du bist hier der feige Bastard. Verpiss dich und lass dich hier nie wieder blicken. So, dein Rittertod ist jetzt hier gefragt. Jetzt noch ein weiteres Mal, bitte. Yes. Oh Mann. Wir gehen hier gut ab. Jetzt können wir richtig loslegen. Alle angreifen. Zeigen wir es ihnen. Claire benötigt dringend Heilung. Kann sie überhaupt Items einsetzen? Zu gern, ob das gehen würde. Naja. Ich glaube, sie kommt auch so noch zurecht gegen die Gegner. Was, sie hat einmal verfehlt? So ein Mist. Na gut, den Regulier müssen wir noch erledigen dann. Hammer's. So. So, inzwischen die anderen Schrecken erledigt. Alles klar. Tobin, das ist deine Chance. Oder wen soll ich jetzt... Oh ja, ich würde sagen, Clive hat die Ehre, ihn zu erledigen. So. Ach nö. Das verfehlt auch nicht gleich. Er hat nicht gerade zu viel Hunger, weshalb er jetzt immer so oft verfehlt. Also weshalb seine Trefferquote so gering geworden ist.
Okay, Tobin hat jetzt noch Level 9 hier. Genauso wie Clive. So, ich begebe mich mal hin. So, dann darfst du jetzt dem Schrecken den Rest geben. Deinen mächtigen Blitzschwert. Shit. Aber jetzt. Das gleicht es wieder aus. Level 10. Schade. So, du kannst jetzt mal heilen hier. Boah, hat auch beinahe wieder für ein Level abgereicht. So, jetzt ist der dran. Oh, das wird heftig wehtun, mein Freund. Das wird dir so heftig wehtun. Noch nö. Ach, Glück. So. Mehr kann ich nicht machen. Das wär's. Dein Zug. Oh nö, jetzt beschwört er noch mehr von den Schrecken. Aber hey, wenn er down ist, dann kann keiner mehr erscheinen. Also, dann mal los. Boah, wie viel der beschworen hat, das ist der Wahnsinn. Noch nö. Komm schon. Yes! Wir haben es geschafft. Geschafft, ey. For goodness sake, Python, get up! Python? Keine Sorge, er lebt noch. Boah, Claire hat die meisten erledigt. Ist eine Schande, das Python. Könnte noch mehr Erfahrungspunkte gebrauchen. We did it, Ulm! Desai is finished! Yeah. Huh? What's wrong? I thought you'd be thrilled. I am thrilled, but Desai's dying words have been troubling me. Something about my grandfather and Emperor Rudolph. Huh? You sure you're not imagining things? What would Sir Meissen and the Regalian Emperor have to do with each other? That's what concerns me. Something's been bothering me lately. Something I can't shake. It feels like every victory I secure takes me one step further from Zofia. Am I allowed to point out that that's literally what's happening? We're a long way from Ram Village, kid. Look, I'm worried too. About my family, about everyone else we left behind. I miss them all terribly, so I get that you're homesick. But that's okay, Ulm. Thanks, but I'm afraid that's not what this is, Tobin. This is different. Desai has fallen. It is but a matter of time until the Deliverance reaches the sluice gate. Your moment to shine has come. My dear Delphia. That traitor is certainly proving himself useful. Heilige Scheiße. Okay. Wir dürfen gespannt sein, wie das noch ausgehen wird. Nun denn, aber wir haben das hier geschafft und ja, wenn mir das gefallen wusste, Daumen nach oben und auch Kommentar nicht vergessen zu hinterlassen. Sonst sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush Rotovic in ein bisschen Part von Let's Play. Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know